Hallo, ich wurde kürzlich gebeten, mal zu zeigen, wie man eine solche Ampulle öffnet. Die wir im Programm haben, die Kaviar- oder die Hyaluron-Ampullen oder auch die Vitaminampullen, die kann man, egal wie man sie hält, öffnen. Es gibt Ampullen, die haben so einen kleinen Punkt und das ist die Stelle, wo man sie entweder hin oder davon weg abbricht. Das steht dann meistens in der Beschreibung. Diese Ampullen sind so, dass man die, egal wie man sie halt, immer einfach öffnen kann. Wer jetzt Angst hat, sich zu schneiden, kann da gerne ein Kleenex-Tuch drüber legen, aber ich zeige, dass man da überhaupt gar keine Sorge haben muss. Man muss sie einfach mit der einen Hand festhalten und mit der anderen macht man dann klack. Und dann ist diese vorgesägte Stelle, die geht dann, ich zeige hier nochmal, dass man sehen kann, ist ganz, ganz glatt abgebrochen. Das bricht dann ganz glatt an dieser Stelle ab und es passiert nichts. Wer sagt, wie trage ich den jetzt auf? Also ich will jetzt nicht mit der Glaskante so übers Gesicht, kann ich gut verstehen. Dann nehmt euch einfach von einer Sprayflasche so ein Deckelchen und klopft euch so ungefähr die Hälfte aus der Ampulle in dieses Deckelchen. Da muss man schon ein paar Mal draufklopfen. Ich stelle es jetzt mal hin, dann geht es einfacher, weil ich damit mehr Schmackes draufklopfen kann mit der ganzen Hand. So, jetzt habe ich ungefähr die Hälfte hier raus und die Hälfte hier drin, weil das kann man dann wunderbar mit einem kleinen Stopfen, mit einem, was man sich in die Ohren steckt, so ein Geräusch, wie heißt das, so ein Oropax, kann man sich wunderbar verschließen für den nächsten Tag. So, und jetzt habe ich die richtige Menge, die ich auf Gesicht und Dekolleté verteilen kann, indem ich mit dem Finger da so reingehe und die Ampulle dann aufklopfe. So geht nichts verloren, denn wenn man sich das in die Handinnenfläche gibt, dann läuft das durch die Kapillarität ganz schnell so durch diese Linien aus der Hand auch raus und hier geht am wenigsten Ball verloren bei dieser Technik. Also ganz, ganz einfach aufzubrechen und dann trägt man das Ganze übers Gesicht tupfend auf. Wenn man sagt, ich möchte noch das Dekolleté mitmachen, dann verbraucht man vielleicht die ganze Ampulle. Und so seid ihr sicher, dass ihr euch nicht schneiden werdet. Und immer dran denken, immer so, ne? Einklopfen. Das tut der Haut gut, das durchblutet sie direkt. Und mit einer Ampulle hat man so ein bisschen was wie einen kleinen Urlaubstag. Keine Angst, einfach knack. Wer Sorge hat, Kleenex drüber und dann mit dem Kleenex knack. Bis dann, tschüss.